So, herzlich willkommen heute am Tag 3 unserer Kanali-Expedition hier im wunderschönen Himalaya-Gebirge. Und ja, wir haben hier gerade unser Camp 2 abgebaut, beziehungsweise schon fast ganz abgebaut. Gerade hinter mir werden noch die letzten Rafts eben beladen. Packrafts sind aufgeblasen, das heißt, wir sind ready to go. Ja, und was erwartet uns heute? Wir fahren anscheinend so 30, 35 Kilometer. Wir haben wieder schön Wildwasser 2er Stellen und anscheinend kurz vor unserem dritten Camp wartet heute die erste Wildwasser 3 Plus Stromschnelle auf uns. Und 3 Plus heißt halt für nepalesische Verhältnisse, es wird richtig, richtig heftig, sehr wuchtig, große, große Wellen und Walzen, tiefe Löcher. Und ja, also mal schauen, wie wir uns da in den Packrafts zu schlagen werden. Vor allen Dingen halt am Ende des Tages, wenn dann schon so langsam die Kräfte verlassen. Aber wir sind mega gespannt. Das Wetter ist heute wieder traumhaft schön. Es ist schön warm. Und genau, wir sind ja heute jetzt komplett fernab der Zivilisation. Also keine Straßen, keine Dörfer, keine Brücken oder so. Das heißt, wir haben halt wieder einen traumhaft schönen Tag vor uns. Also, ich bin gespannt. Ihr habt es wahrscheinlich im Trailer schon gesehen. Wir müssen das Ganze erst fahren, so wie immer. Also, let's go am Tag 3 von der Kanali-Expedition. Let's go. Get down, get down! So, good morning everyone. Good morning. How is everybody feeling this morning? Eating good, sitting good. I hope everybody is feeling more better. Because you need to feel better today, okay? So, I will say physically I'm feeling 100% today, mentally 100%. So yeah, I'm very excited. 95 to 95, I'm excited. Woo! 90-90. Yay! 98-98. Woo! 100-100. Yay! For sure, 100-100. For sure. Yeah. Excited as fuck. Mentally 100, 85 physically. Yeah. Okay. 100 on room for me. Yay! Yes. Mentally 95, physically 90. Good. Mentally 100, physically 95. Okay. 100 all over. Okay. 100, 100, 200. 100. Nice. So yeah, as you can see, everybody is feeling better. If you have anything, if you feel any uncomfortable, always come and talk to us. Talk to me or talk one of the guy team. No worries, okay? So, are we all good? Yes, you can expect at least 3 or 4 good rapids today, not many. And yeah, let's see how it goes. Okay. Woo! Nice. Hunter, are we gonna scout any? Most likely not. There's one rapid, we might ask one of our guides to try and scout. Yeah. David, what's your feeling? Feeling great. Feeling great. Excited. We'd like to scout, but we'll see how it goes. Woo!
Game on! Game on! And one. Oh no, he's getting out. Eine Horde offen auf der Kiesbank. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Die nächste. Geil, echt. Geht richtig schön halt immer so dahin. Und dann kommen wir wieder ab und zu so Strom schon mit so fetten Wellen. Ja, und dann sitzen mal wieder ein paar Affen irgendwie auf der Kiesbank. Also echt unglaublich irgendwie. So eine schöne Tour bisher und so ein entspannter Tag 3. Also macht richtig viel Bock. Echt. Und dann die ganze Zeit immer dieses Panorama in die Berge. Sau schön. Sau schön. Bin mega happy.
So, wir sind an unserem Lunch-Spot angekommen. Hier machen wir jetzt kurz Mittag. Und schaut mal, was man hier für tolle Spuren eben im Sand entdecken kann. Ich weiß, ich sehe ja hier diese Spur, die hier so entlang geht. Die da. Ich gehe mal näher ran. Ja, das sind Leopardenspuren bzw. von irgendeiner Großkatze. Ja, das heißt, wir sind hier in der Wildnis angekommen und man sollte die Augen offen halten, und wenn es irgendwo im Unterholz raschelt, dann lieber vorsichtig sein. Aber es ist schon krass, mega krass, die Natur hier. Launch is ready! Okay, let's go. Zweite Runde. Nice. Game on. You owe everyone a favor. Watch the population rise. And if you want them to like you more, that only cost you who you are. Keep going. Alter, langsam wird's ernst, glaube ich. Also die Rapids nehmen da auch von der Länge zu, nicht nur von der Wucht. Sondern ich, also das ist auch so ein gutes Stück, einmal ein paar hundert Meter mal so eine Stromschnelle. Nicht schlecht, ja, die nächste kommt als nächstes. Yeah.
Holy shit. Wait a minute. Yeah, yeah. Alles gut. Hey, raus noch. Passt. Rechts und links rüber. Alter Schwede, was waren das für krasse Wellen? Und ich weiß nicht, ob ich es drauf habe, aber habt ihr einen See und gesehen, wie der abgehoben ist? Boah, der ist so weit gesprungen. Ja, Tommy hat den kleinen Schwimmer, aber alles gut. Und ja, boah, leckt mich am Arsch. Das ist so riesig hier. Das kommt auf dem Wieder nur halb so groß rüber, wie es eigentlich ist. Ich sag's euch. Leon, I guess it was the biggest jump you ever had, isn't it? Whole boat out of the water? Yeah, whole boat out of the water, completely. Completely airborne. Airborne fuel? Yeah, but it was not close enough, but amazing, dude. Dude, I'm so just crazy. Fucking hitting these waves and I'm just poofing the fuck out of them. Oh yeah, that was so crazy. That one was huge. That was huge, yeah. Your camera is pointing down. The paddle. Yes. Okay, get ready about this. Sarah and Marco. Crazy stuff. Crazy shit is going on. Let's have a high five. Yeah.
Did you have a nice swim, Jason? What the fuck? I want to see your footage, how you flip it. This was on. The whole good, thing. Good. I don't know what I got, but it was on. Holy cow. Also, wir sind an unserem Camp 3 angekommen. Wieder eine sehr große Sandbank. Riesig. Und ja, die Sandbank ist genau unterhalb von der Stromstelle da hinten, wo das fette Raft gerade gekentert ist. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das noch erlebe. Ja, aber ging alles gut. Alle Paddel, alle Passagiere wieder eingesammelt. Und jetzt wieder gleiche Spielchen wie die letzten zwei Abende auch. Zelt aufbauen, trockene Sachen anziehen, dann eben den Tee trinken, noch ein bisschen Zeug sortieren und dann warten, bis das Essen eben fertig ist. Genau. Also an den Lifestyle könnte ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Das ist irgendwie cool. Paddle, eat, repeat. All day long. So geil. Also, schauen wir, dass wir uns fertig machen. Yeah. Drone following perfect line and then swam. So Leute, gestern habe ich euch ja gezeigt, wie wir hier Trinkwasser bekommen. Und da ich ja euch kenne, ich weiß ja, wie ihr drauf seid, wollt ihr wissen, wie wir hier auf unseren 8 Tagen so auf die Toilette gehen. Und ja, I'm proudly present you unser Scheißhaus. Und zwar, das läuft eigentlich super easy ab. Und zwar, wir haben hier ein kleines Zelt, in dem man drin stehen kann. Und in diesem Zelt befindet sich, tada, ein Loch im Boden. Ja, aber funktioniert ganz gut. Wir haben es alle schon getestet. Das heißt, jeder macht da sein Geschäft. Kippt da ein bisschen Sand natürlich rein. Ja, und natürlich, ganz nach dem Motto, leave no trace. Wir nehmen natürlich das ganze Klopapier, nehmen wir natürlich wieder mit. Ja, wir wollen ja natürlich hier in dem schönen Flussdelta, da wollen wir natürlich nichts hinterlassen. Das heißt, alles eben schön einsammeln und wieder mitnehmen. Aber so läuft das Ganze ab. Und ich meine, mit dem Ausblick, hier aufs Klo gehen zu können, also, das ist doch mal der wahre Luxus, oder nicht? Also, so läuft es auf jeden Fall hier eben auf unseren 8 Tagen eben ab mit so einem lustigen kleinen Zeltchen. Genau.